Die Wintersaison 2022-23 steht unmittelbar vor der Tür. Die Vorbereitungen auf den Skibergen laufen auf Hochtouren. So auch auf der Reithalm. Wir waren zu Gast bei Magister Daniel Berthaler und haben nachgefragt. Doch zunächst sein Resümee der Sommersaison 2022. Ja, wir möchten uns nochmals bedanken für die letzte Sommersaison. Wir haben ca. 80.000 Ersteintritte gehabt, 100.000 Beförderungen, ca. 8.000 Mountainbiker und wir haben sehr, sehr viele zufriedene Gäste bei uns auf der Reitalm heuer im Sommer gehabt. Da möchten wir uns bedanken bei allen Vermietern, bei allen Hoteliers, die die Gäste immer so scharenweise zu uns auf die Reitalm schicken. Wir sind sehr bemüht, dass wir es immer perfekt servicieren. Das Wanderangebot, aber vor allem auch das Thema Mountainbiken und Familienangebot am Berg wird immer mehr angenommen. Und eine große Freude ist es schon, oder Vorfreude auf den Sommer 2023, sind unsere neuen Mountainbike-Trails. Wir haben einen neuen Jump-Trail gebaut und auch sonst wunderbare Single-Trails für die ganze Familie. Und da können sich schon alle richtig drauf freuen auf den Sommer 2023 mit dem Mountainbike-Angebot bei den Reitalm-Trails. Was gibt es aber für den kommenden Winter Neues auf der Reiteralm? Die Vorbereitungen bei uns am Berg sind alle großteils abgeschlossen. Wir warten jetzt auf ein paar kalte Nächte, damit wir mit der technischen Beschneiung beginnen können. Wir werden natürlich heuer noch viel mehr Augenmerk auf sehr kalte Temperaturen legen, dass wir nur dann den Schneistart beginnen. Wir haben heuer die alte Talabfahrt in Gleiming untertunnelt, damit noch mehr Qualität, hier keine Straßenquerungen mehr zu haben. Wir haben auch sonst viele Verbesserungen bei den Pisten gemacht. Die Anlagen sind bestens in Schuss und von dem her können sich alle auf die Skisaison 2022-23 bei uns auf der Reitalm und Fahrgarn freuen. Erstmalig wird es heuer auch ein Frühbuchersystem für Skipässe geben. Kurzum, wer früher bucht, zahlt weniger, lautet die Devise. Die Kassen haben indes bereits geöffnet. Und freuen können sich die Gäste der Reiteralm im Winter 2022-23, aber auch über coole Veranstaltungen und Events. Ja, gemeinsam mit den Kollegen der Schladminger für Berge Skischaukel haben wir hier unser Opening heuer hier auf den vier Skibergen. Vier Hüttenkonzerte mit Top-Acts aus Österreich. Und hier wird bei uns auf der Reitalm am 8. Dezember Josch zu Gast sein auf der Schnepfenalm. Am 10. Dezember haben wir unseren bekannten Skitest mit unserem Partner Intersport Gerharter, wo wir die neuesten Atomic, Völkel, Elan und so weiter Modelle hier bei uns auf der Reitalm testen kann. Ausgabestelle wieder ist Silverjet Bergstation. Am 11. Dezember haben wir dann unsere Modenschau gemeinsam mit unseren Partnern Lohensteiner 1888 und Intersport Gerharter. Der höchste Laufsteg der Reitalm oder wahrscheinlich sogar der ganzen Steiermark. Dort werden die neuesten Wintertrends, die schönsten Accessoires gemeinsam mit unseren lokalen Partnern präsentiert und vorgestellt. Wir freuen uns hier auf viele, viele Gäste, aber auch auf viele, viele Einheimische. Auch für Nicht-Skifahrer ist die Bergstation beim Sechsohm sehr gut erreichbar. Und da freuen wir uns auf gemütliche Stunden gemeinsam mit euch. Ganz großes Highlight wird natürlich wieder das Skicross-Spektakel am Berg sein. Wir haben heuer natürlich unser sportliches Highlight wiederum. Den Skicross-Weltcup, Damen und Herren, eine Doppelveranstaltung, also in Summe vier Weltcuprennen bei uns im Großpark Reiteralm. Natürlich sind heuer auch, sofern es die Bedingungen so bleiben, auch Publikum herzlich willkommen. Also wir würden uns freuen über viele, viele Zuschauer. Sind ja auch viele gute österreichische Athleten dabei. Dieses Saisonhighlight werden wir Mitte Februar haben und wir hoffen da wieder auf perfekte Bedingungen. Um den Winter dann allmählich ausklingen zu lassen, wird es ab März bis zum Ende der Saison hin jedes Wochenende Live-Musik auf den unterschiedlichen Hütten geben. Von Pop über Volksmusik bis hin zu Schlager wird auf der Reiteralm so für gute Stimmung gesorgt. Allerhand also, worauf sich die Skigäste am Berg in diesem Winter freuen können.